Willkommen wieder, Leute. Wen haben wir denn da? Schön wieder ein weiteres Kind hier in Fates, was sich uns anschließt. Jawohl, sehr schön. Wir können hier, glaube ich, mächtig aufräumen. Wir können uns einiges an Erfahrung krallen und sollten eine Menge rausholen. Hoffentlich auch supporttechnisch. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Interessantere. Aber ich bin zuversichtlich, wie eh und je, dass wir das auf jeden Fall ganz gut auf die Reihe bekommen. Legen wir also los. Boss besiegen. Und auch hier horcht die Dom-Musik. Anscheinend gehen wir wirklich in letzter Zeit all die Missionen durch, die man in Herrschaft mit Hoshido-Musik erleben kann. Schon echt witzig, aber nun gut. Jedenfalls wollen wir natürlich unseren S-Support erstmal sinnvoll ausnutzen, du meine Güte. Xander, Xander, Xander. Du tust mächtig wenig, wahr? Selbst mit der ollen Teflonpfanne. Und guckt euch das mal an, oh Gott. Die armen Gegner. Hilfe! Der zerfetzt sie ja einfach nur. Zerstört sie vollkommen, Leute. Das ist schon krass. Oh mein Gott. Jetzt guckt ihn euch an mit seiner Bratpfanne hier. Oh mein Gott, er aktiviert Mond. Jawohl. Die einfach so durchstürmt. Und mit der Bratpfanne nach vorne einfach. Richtig komischer Move. Okay. Alles klar. Gut, machen wir weiter. Der hier hat einiges an Angriffsfläche, wie ich sehe. Das kommt mir noch sehr gelegen. Für Leo würde ich aber ganz gerne eigentlich fast die... Ah, wir können hier aber auch so gut durchkommen. Ich würde ganz gerne seine Resistenz noch ein bisschen boosten, oder? Weil da wird er gleich zwei Angriffsflächen nämlich kriegen und das gefällt mir nicht so wirklich gut, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen scary, das Ganze hier. Gruselig, gruselig. Ja, stimmt, du kannst natürlich auch ein bisschen was sammeln. Hau erstmal deine Räuberdolche drauf. Ich glaube, das hilft schon mal ganz gut. Dann hat der Typ noch 20 übrig und ist aber auch ein bisschen angeschwächt. Das passt schon. Ihr müsst ja euren Support noch farmen. Das ist ganz wichtig. Aber wie schon oft gesagt, die beiden haben einen Fast-Support auch zusammen. Ah ja, natürlich kommt auch die Chip-Damage durch. Dann sollten das eigentlich viele Leute regeln können. Ach ja, stimmt. Kase ist jetzt mit Midori unterwegs. Bei dir wollte ich ja ein bisschen das Waffenlevel mal boosten, ne? Das war wichtig. Ich könnte mal also auch mit irgendjemandem einfach mal so random zusammenschließen, wenn wir das wollen. Vielleicht schicke ich sogar Kase bei dir mal mit. Dann bist du nämlich einfach schneller und kommst besser voran. Habt ihr denn Wachsamkeit? Nö. Und wir könnten theoretisch, glaube ich, mit dem Extra-Movement sogar mitten rein, oder? Hm, nee, nicht wirklich. Ich würde ganz gerne in die Festung direkt gehen, das finde ich voll praktisch. Aber überlegen wir noch kurz, wie wir das am besten anstellen. Hier bei dem bin ich ein bisschen misstrauisch, muss ich zugeben. Auch wenn wir das zusammen sicherlich ganz gut schaffen können. Oder? Bist du eigentlich sogar stärker als Kase, das ist ja ganz witzig. Aber du machst nicht so viel Schaden, doch. Machst du. Wir könnten mit einem Opferdolch hier natürlich angreifen. Wobei auch du müsstest recht weit kommen und du kannst eventuell sogar mit Asura... Nee, kannst du nicht. Kannst nicht mit Asura zusammenarbeiten. Schade. Das ist wirklich bedauerlich. Was machen wir denn da oben? Aber tendenziell können wir dich wirklich da mal hinstellen und dann halt schon mal betanzen, ja. Spricht relativ wenig dagegen. Ist durchaus okay. Vielleicht auch ein Fall für Jacob? Wir müssen mal gucken. Ja, 11. Mit ein bisschen Support kriegt er das auf jeden Fall auf die Reihe. Wobei, wir brauchen irgendwas, was ein bisschen sicherer geht. Ja gut, mit Xanders Hilfe. Da kommen wir natürlich auf unsere 100%. Gut, dann machen wir das Ganze eben so. Dürfte ein bisschen besser klappen, glaube ich. Da sind wir auf der sichereren Seite. Aber natürlich muss der Elise-Support noch geboostet werden mit Silas. Der ist immer noch sehr wichtig. Dürfen wir nicht vergessen, natürlich. Jawohl. Mal ein bisschen hier zusammengearbeitet, an der Front. Ach, sieh mal einer an, du kriegst ja gleich einen wunderbaren Skill dazu. Vorsicht, wir wollten die auf jeden Fall sammeln. Genau. Mit 24 Rest fühle ich mich da doch recht sicher. Beziehungsweise können wir auch das noch dazu packen.
Dann haben die recht wenig zu lachen, fürchte ich. Weil ich meine, die erreichen uns sofort nämlich hier. Ah ne, du nicht, aber der andere. Und der ist halt schon sehr gefährlich mit seinen 37 Angriff hier magisch. Das fetzt schon gewaltig. Da muss man schon sorgfältig sein. Puh. Könnte natürlich auch Midori dazu stellen, aber ich glaube, das ist erstmal ganz geschickt. Und da geht es bei Camilla eigentlich wirklich ausschließlich darum, ein bisschen Waffenerfahrung zu sammeln. Mehr ist das ja gar nicht, was ich da will. Dann passt die Sache auch schon völlig. Ist wirklich alles, was ich möchte. Na, bleib mal so ein bisschen noch zurück. Ich bin mir da etwas unsicher gerade. Aber tendenziell, ihr macht jeweils... Oh, 31 ist schon viel. Ja, doch erstmal mit der Stahlaxt draufhauen, ist das vielleicht doch etwas klüger. Bevor wir uns hier zu viel Ärger holen. Hier oben im Dickicht. Wer kommst du eigentlich? Wenn ich jetzt hier so mitten reinfliege... Ah ne, du wirst die Fläche generell nie erreichen, alles klar. Aber Moment mal, kann er mich hier umstellen? Doch, doch, der kommt auch noch drumrum, alles klar, sehr gut. Dann lasst mal kurz umrechnen, dass da auch alles stimmt, ne? Mach's auf jeden Fall schon mal... Ja, wer kontert deinen Waffenrang aus? Das ist ein gutes Stück weniger Schaden. Sollte euch problemlos möglich sein mit 18 Döff. Ja. Ja, machen wir zu viel, 37, das sind ja 38 mal 2 dann. Ja, 19 mal 2, Ist immer so ein bisschen doof, ne? Ich wünschte, ich hätte jetzt schon das Tor, also das Calamity Gate, was ich dann ausrüsten könnte. Das Unheilstor, wie es im Deutschen heißt hier. Das wäre halt echt schön, wenn man das schon könnte. Aber guckt mal, da drüben könnte ich das vielleicht machen, ne? Wenn wir jetzt trotzdem mal entscheiden, uns dafür hier rüber zu fliegen und ein bisschen Krawall zu machen. Wartet mal, aber ihr habt eigentlich auch an sich, das fällt mir auch gerade auf, die haben ja gar keine Einheiten, die mir sehr gefährlich werden können, bis auf dich vielleicht. Aber wir haben zumindest jeweils Waffendreiecksvorteil dann später. Ja, pass mal auf, dann gehen wir das jetzt ganz soft an. Ohne viel Wenn und Aber. Genau, das hier war ja eindeutig. Ah, sogar ausgewichen. Wow, hätte ich mir das Resistenzsammeln doch sparen können. Aber das weiß man natürlich nicht vorher, das ist klar. So, da kommt der hier, der ist recht harmlos. Den kriegen wir auf jeden Fall. Danach zumindest außer Crittet. Ja, ist okay. Wie einfach überall die Magie klaut. Ach, sieh mal eine an, ihr habt ja einen Purgativ dabei, ne? Schon mal ein bisschen zurückgestellt hier. Kendace selbst müsste eigentlich, glaube ich, nur auf der Flucht sein. Der wird, glaube ich, auch gar nichts sonst machen. Witzigerweise hat es aber auch keinen Passieren-Skill oder sowas dabei. Das heißt, wir können die durchaus auch einkesseln. Der hat ja nur einen Silberbogen. Sprich, wenn du ein paar Units hast, die sie umstellen können, reicht das eigentlich völlig aus. Um für ein bisschen Ärger zu sorgen. Jetzt bin ich mal eher neugierig, was man hier bewirken könnte. Die Crit-Rate ist ein Riesenproblem. Da sollten wir nichts... Ja, wir sollten das ganz vorsichtig angehen. Ah, natürlich deckt der das jetzt vollständig ab, ne? Das ist sehr unschön. Kann das Risiko schon eingehen? An und für sich. Die kommen alle an mich ran, ne? Leider alle Stahlechse. Wie Schaden machten ihr jeweils? 16, wenn er trefft, ne? Das kann man runterstellen bis auf 32%, was schon sehr unwahrscheinlich dann wird, aber... Ist durchaus noch eine Chance, wo ich sagen würde, das ist zu gefährlich, das sollten wir nicht machen. Aber ihr habt keine Wurfbeile dabei, das ist nur der Berserker-Typ. Das heißt, ich kann zumindest dafür sorgen, dass es sich runterstellt. Und das machen wir dann auch. Mit einem Wurfbeil kann er nicht critten und ist um einiges leichter zu kriegen, glaube ich. Dann rüste ich aber auch die Donner-Axt erstmal aus. Ist doch etwas sicherer. Alles klar. Gut, das hier sollte relativ unproblematisch sein. Wenn wir jetzt geschickt zusammenarbeiten, klappt das auch. Leo selbst müsste auch sehr gut dafür geeignet sein, aufzuräumen. Wünschte nur, hier hätten wir ein paar Einheiten, die ein bisschen mehr reißen könnten. Das ist so ein bisschen, sehr fragwürdig noch. Da hätte ich jetzt doch mir etwas mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Da könnte durchaus mehr drin sein. Weil du natürlich physisch... Ja gut, das ist kein extremer Unterschied, nee. Tank zwar physisch weniger, ja, das ist wahr, aber
jetzt nicht so viel weniger, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt richtig krass. Ich kann tendenziell aber, glaube ich, wenn ich Xander gleich nochmal betanzt da drüben, müsste das gehen. Ja, dann können wir hier ganz gut blockieren, glaube ich. Müsste nur gucken, dass Elise vielleicht kurz ihren Bruder ein bisschen hilft hier. Dann müsste das eigentlich auch passen. Dann ist das in Ordnung, ja. So sieht es jedenfalls aus gerade. Ja, das sieht doch gut aus, wirklich. Die haben auch nicht die beste Chance, da durchzukommen. Das passt auf jeden Fall. Nutzen wir ruhig unseren Schild noch ein bisschen aus. Spricht relativ wenig dagegen. Dann wird das auch. Genau, dann haben wir da echt nicht so das große Risiko mehr. Ganz angenehm eben. Genau, und die kommen ganz zum Schluss dran, das ist klar. Aber erstmal ordentlich verfolgen. Und es ist auch wirklich wichtig, die nicht so schnell auszuschalten, weil ihr seht ja, viele Erfahrungspunkte kann man sich ja auf jeden Fall noch krallen, wenn man es richtig anstellt. Und das ist natürlich eine feine Sache. Will man sich jetzt natürlich nicht entgehen lassen, ganz klar. Okay, dann hilft mir gegen dich eigentlich fast nur noch Xander an sich, ne? Aber dafür auch richtig dicke. Dauert jetzt erstmal mit seiner Teflonpfanne drauf. Oh mein Gott, er aktiviert es schon wieder. Au. Es ist köstlich, Leute. Es ist absolut köstlich, diese Animation. Hm. Super. Ja, ich meine, er hat auch 25%ige Chance, es zu aktivieren. Das ist schon ziemlich gut. Na, das wird er häufiger mal durchziehen, das Ganze. Echt zu köstlich manchmal. Genau, und um Candace brauchen wir uns jetzt nicht so viele Gedanken machen. Ach, du stehst ja jetzt gerade auch so schön. Da können wir doch noch Support ein bisschen farmen, ne? Da kommt ja gerade aktiv gar keiner ran. Das finde ich voll praktisch. Sehr gut. Du musst dann sicher auch nicht unbedingt finishen oder so. Lass das mal Leslaw machen oder so. Passt auf jeden Fall. Bling, this should help. I don't think so. Jups. Ichis, sehr schön. Okay, was heißt sehr schön? Eigentlich brauchen wir es nicht zwingend. Das kann sogar weg, ganz im Ernst. Echt witzig. Aber ja, dieser Run ist eben ein bisschen eigen, was das betrifft. Ach du meine Güte. Gibt es hier brachiale Gegner, was? Unglaublich manchmal. Na, wie sieht's mit den Trefferquoten aus? Nicht so dolle. Gut, du hast immerhin deine 100%, aber da müsst ihr jetzt erstmal auch Xander weg. Was ja an sich auch ein sinnvolles Ziel ist. Kann ich euch auch einfach mal da stehen lassen. Ziemlich sicher kommt der Dunkelmagier dann runter. Und der Rest kann mir relativ egal sein, weil ich will dich ja nicht umbringen. Das geht nämlich ein bisschen zu leicht, wie ihr vielleicht sehen könnt. Genau. Das wäre ein bisschen sehr happig, aber so können wir das problemlos machen. Keine große Sache. So, damit habt ihr schon zwei Kämpfe bestritten. Ein ganzer Supportpunkt ist euch schon mal sicher. Das müssen wir uns immer im Hinterkopf noch behalten. 5 Kämpfe sollten wir bestreiten, dann ist alles in Ordnung. Dann wird das aufgerundet und die Sache passt. Och, wie putzig. Da kommen sie wieder und erhoffen sich ein bisschen was. Tut mir leid. Ich muss euch da leider enttäuschen. Ah, ich mag die Musik. Die ist so toll. Kommt richtig Laune auf dabei. Und der Nächste. Jetzt kommen gleich die Pferde. Pling. Und immer kräftig drauf. So gehört sich das. Jawohl. Ah ja, da habe ich ja sogar drauf gehofft. Finde ich gut so. Ist voll in Ordnung, wirklich. Und auch darauf habe ich tatsächlich gehofft. So haben wir nämlich kein Crit-Risiko. Gut, dass sie zweimal getroffen hat. So können wir tatsächlich mit irgendeinem Billigzauber jetzt gleich aufräumen. Sehr schön. Tut sich ein bisschen was, aber ja. Wäre ganz schön, wenn ich Candace natürlich umstellen könnte später. Oben ist jetzt natürlich noch der Raubritter. Der wäre an sich ein sehr interessantes Ziel für viele Einheiten. Müssen wir mal überlegen. Aber ja, wenn Candace drumherum rennt, dann kannst du natürlich auch hier einfach ganz gut das wegräumen. Das stimmt natürlich auch.
Ich denke, das machen wir auch irgendwie so. Ich würde ganz gerne noch mal Xander im Range haben. Jetzt hält er ja, glaube ich, doch ein bisschen zu viel aus, oder? Nee, eigentlich nicht. Der ist jetzt auf 32 Def. Aber du kannst natürlich da nichts mehr bewirken. Das stimmt, das ist richtig. Aber ja, wir umstellen Candace dann später von dort aus, wenn die Drachenader aktiviert wird, ganz klar. Logisch. So macht man das ja eigentlich auch normalerweise. Wie sieht's denn da jetzt eigentlich aus? Ja, 16 kriegen wir halt schon reingedrückt, ne? Geht aber eigentlich. Kann man sich durchaus leisten. Wir können Mondschein benutzen. Mit dem Funken, glaube ich, sind wir da einfach etwas sicherer. Ja, und das reicht ja so oder so, weil wenn mich jetzt einer trifft, habe ich noch einen KP, aber habe auch dafür ein Schild übrig. Und das ist voll in Ordnung, so können wir das auf jeden Fall angehen. Das ist keine schlechte Idee. Flop, dieser Winzfunke. Oh Gott, das ist einfach der übelste Troll-Move, den Camilla da rausgehauen hat. Ist der Funke übergesprungen, ha? Jawohl, das ist ja auch ganz schön. Also so oder so, man holt schon ein bisschen noch was raus, klar. So, dich können wir natürlich auch so ein bisschen ausgrenzen. Ganz gemein angreifen hier. Kann Midori eventuell... Ja, es tut schon kräftig weh. Dann hast du aber nur noch 15 Punkte übrig. Und mit den 15 Punkten kannst du eigentlich auch nicht mehr wirklich viel machen. Wie weit kommt denn Asura? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, das wäre ideal, um zum Beispiel mit Jacob Asura zusammenzuarbeiten. Da noch ein bisschen was zu machen. Es trifft sich ja eigentlich sehr gut, oder? Auch wenn ich Xander dann erstmal wegstellen würde sogar wahrscheinlich. Ich muss aber die Ritter auch noch ablenken, weil da brauchen wir, glaube ich, schon Xander-Power dafür. Müssen wir ein bisschen überlegen. Und ich weiß nicht, wann die sich bewegt haben. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob die sich überhaupt bewegt haben. Aber wir sollten vorsichtig sein. Natürlich auf Überraschungen aufpassen. Die sind alle sehr langsam. Da gibt es keine Probleme. Das ist ganz angenehm. Ja, pass mal auf. Dann kann tatsächlich mal Midori was machen. Dann sehen wir die auch mal schön angreifen. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung, Leute. Das ist voll okay. Das machen wir jetzt mal kurz. Guckt sie euch mal an. Bisschen schüchtern. Flop. Aber voll in Ordnung so. Jetzt können wir natürlich mit Leslow finishen an der Stelle. Und uns entsprechend freuen. Ja, allerdings dürfen wir das. Du wirst auch nichts abbekommen, das ist das Schöne daran. Und ihr seht ja, ne, unser Boss hier auf der Karte ist nur am Fliehen. Jetzt übrigens nicht fangen, vielleicht ist es euch aufgefallen, natürlich. Muss ich ja noch aufklären, wir haben jetzt Camilla dabei und ja nicht Niles. Weil ich denke, mir ist tatsächlich das Wichtige, dass Camilla jetzt mal den C-Rang hier erreicht. Dass ich später noch das Unheilstor nutzen kann. Beziehungsweise wird das sicherlich jetzt noch nicht erreichen, aber wir befinden uns dann wenigstens auf dem Weg dahin. Und das ist sehr sinnvoll. Oh, Vorsicht. Okay. Der wäre mir jetzt fast entgangen, da muss ich auch ein bisschen drauf achten. Gibt ja schon ein paar Flugeinheiten. Sind nicht viele, aber genug, um nervig zu werden, denke ich. Oh. 20 Damage bereits. Na gut. Arme Troubadoure immer. Tut mir echt leid manchmal. Gut, ihr könnt auch gar keinen Support zusammen sammeln. Das ist immer ganz angenehm in dem Fall dann. Es könnte sogar sowas sein, wo Asura tendenziell noch durchkommt. Ja, wie witzig. Ja, im Prinzip brauchen wir da auch nicht auf viel zu achten. Kannst weiter die Lanze nehmen. Nicht, dass du noch sonderlich wichtig wärst für irgendwas. Aber wichtig ist natürlich, dass die beiden zusammen kämpfen. Und ihren Support mal kräftig aufbauen. Für Dwyer plus Shigure später. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Würde mal sagen, kann ich euch beide auf ein Feld locken? Geht das? Ja, ich müsst euch eigentlich der Reihe nach erledigen können, ohne Probleme. Dann stellen wir dich doch mal da drauf, ja? Ist das in Ordnung? Ich denke schon. Also bist du jetzt auf 32 Def. Tendenziell könnte es also sein, dass der mich gar nicht mehr angreifen möchte. Vielleicht stelle ich dir doch lieber Corrin daneben. Dass du nicht den Buff bekommst, weil du hast jetzt natürlich noch Verteidiger drin plus das. Das bedeutet, wir hätten 2 Punkte weniger. Mit einem Waffendreiecksnachteil müsste uns eigentlich angreifen, oder? Was ist die Stahllanze, die so stark ist? Das heißt, wenn, dann sollte ich dir eher mal ganz kurz Siegfried aus dem Inventar nehmen. Dann haben wir es auf jeden Fall. Ohne, dass wir großartig noch irgendwas anders machen müssen. Genau, dann greifen die uns definitiv beide an. Ohne Frage. Und so finde ich das doch ganz gut. Siehst du, dir hätte ich mal das Unheilstor geben können.
Du müsstest es ja auf jeden Fall schon tragen können, ohne Probleme. Aber gehen wir erstmal ruhig da runter. Einfach nur warten. Ist okay. Na, da kommen sie auch schon. Aber die kommen nicht weit. Pling! Leo und Selena kämpfen jedenfalls genug zusammen. Das ist das Schöne gerade. Ah ja, und die probieren natürlich auch ihr Glück. Wie zu erwarten war. Jawohl, er hat nicht mal getroffen. Das ist natürlich dann perfekt. Das ist natürlich absolut wunderbar. Sehr gut, die kommen auch beide rüber. Aber, haha. Jawohl, diese coolen Moves. Oh mein Gott, Xander. Diese Rollen vom Schmied sind einfach klasse. Ich bin verliebt in diesen Kampfstil. Das ist super, Leute. Das sieht so toll aus. Raubritter. Oh nein. Prepare yourself. Jawohl. Klong. Und nochmal von hinten. Zweimal mit der Bratpfanne drauf. Und das war's, Leute. Gnadenlos ist der Typ. Was für ein Spaß diese Mission doch ist, wirklich. Das ist mal wieder so eine Mission, hat man echt den Spaß seines Lebens. Es ist traumhaft, Leute. Es ist absolut traumhaft. Wirklich. Das ist eine schöne Mission irgendwie. Ich mag die voll. Das ist einfach richtig Laune. Das ist einfach cool. Und Candace wird doch ewig brauchen, bis er mal drüben ist. Und dann ist er eh schon umstellt, beziehungsweise haben wir uns um alles gekümmert. Da kannst du jetzt auch so draufhauen. Weil wir würden natürlich jetzt 6 Punkte dann nochmal hochheilen uns. Ja, und wir haben ja den Schild behalten eben. Also ist kein Risk mehr damit verbunden. Ist komplett risikofrei. Eigentlich sollte ich das von da aus machen, zwecks wilder Hieb. Darf das nicht mehr so verpeilen. Das habe ich irgendwann mal furchtbar verpeilt. Das sieht so cool aus, ne? Ich mag den Effekt voll. Richtig schön. Irgendwie voll die Lichtmagie einfach. Ha. Jawohl, da kommen nochmal die 6 Punkte jetzt nämlich durch. Sehr gut. Ah, ist das schön. Wirklich. Komm einfach nur gut vorwärts. Das ist so die Hauptsache. Xander. Xander muss an die Front, Leute. Das ist hier das Wichtigste. Da müsst ihr ein bisschen überlegen. Eventuell werde ich nochmal ganz kurz sammeln. Bis jetzt auf 23 Rest, aber die hier sind recht harmlos, oder? Na, da würdest du ja gar keinen Schaden mehr kriegen, also... Sollten wir da lieber mal aufmachen. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob Candace da nicht doch eher darüber rennen würde, wenn wir das jetzt so machen. Ich meine normal nicht, aber bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich würde aber sehr gerne jetzt schon aufmachen, ehrlich gesagt. Pass mal auf, du hast ein Movement von 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann kommt die ja sowieso noch nicht weit genug. Wir können sofort den Weg versperren, falls er doch mal weit genug kommen sollte. Ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Wie weit kommst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. Dann würde ich in dem Fall einfach mal Elise zum Heilen benutzen. Ist auch okay. Eine kleine Heilung für Leo. Kann nicht schaden. Und weiter geht's. Ausgezeichnet. Die nächste Drachenader. Einfach mal den Wald abfackeln. Jawohl. Vorbildlich wie immer. Ich finde immer so gruselig da drüben. Denn hier fliegen zu können auf dieser Karte ist schon ein großer Vorteil, muss man sagen. Also ein bisschen, ne? Leichte Angst hat man da schon. Yeah. Unnötiges Sammeln. Das ist nicht toll. So, die stellen wir noch dahin. Und weiter geht's. Natürlich greifst du jetzt da an, aber Camilla hat das alles unter Kontrolle. Keine Sorge. Sehr schön. Genau, da kommen sie auch schon rübergerannt. Macht doch Spaß, wenn man so ein bisschen den Waffenrang farmen kann. Eine schöne Sache ist das. Oh, sieh mal einen an. Tatsache, das war so. Aber dann habe ich ja im Prinzip gar nichts zu befürchten. Wir stellen uns ja einfach immer noch schön prominent rein. Wir wissen ja, sie greift an sich ja niemanden an. Also ist das alles echt harmlos. Im Vergleich... So, nochmal kurz Mondschein zum Auftanken, oder? Ja, dann sind wir schon fast wieder vollgeheilt. Ist auch das Risiko wert von den 87%. Denke ich mal. Sehr schön.
Ja, aber das wäre an sich jetzt kein großer... Das wäre kein großes Problem, falls er jetzt doch dann treffen würde. Hätten wir zumindest ein Schild danach. Im Endeffekt alles ganz gut, wie das gerade läuft. Okay, wir dürfen nicht vergessen, wir sollten auch Elise nochmal hin und wieder angreifen lassen. Ja, das ist so ein Support, der zieht sich in letzter Zeit ein bisschen. Also wäre es schon mal sinnvoll, dass man das auch mal macht. Wie war denn das hier? Konnte man da auch nochmal durch? Ach du meine Güte. Verrückte Sache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Candace nicht auf Ach und Krach da durch möchte. Sonst bin ich ein klein wenig frustriert, wenn das doch so sein sollte. Warte mal, wie weit kommst du? Du kommst eigentlich nicht weit genug. Also eigentlich sollten wir dir den Kill geben. Aber Elise sollte den Hund mal kurz angreifen. Das wäre schon sinnvoll. Gut, dann machen wir das auch so. Aber Vorsicht, da drüben kommen jetzt ein paar Leute. Lieber nochmal markieren, auch dich nochmal markieren. Einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass da auch wirklich alles passt. Das wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Aber bisher sieht das doch gut aus. Aber ihr müsst auf jeden Fall noch zusammenarbeiten, das ist wirklich wichtig. Das zieht sich schon sehr lange zwischen den beiden. Da werden wir nicht auch noch ganz tolle Sachen bekommen, wenn wir das hier halt machen. Ja, das ist aber jetzt gerade echt ein bisschen blöd vom Placement an sich, ne? Stelle ich so fest. Weil auch Xander könnte durchaus ein bisschen weiter durchstürmen. Ja. Ist okay. Dann greifst du erstmal hier an und zwar mit Brynhildia. Ist ein bisschen präziser. Ja, kommt gerade noch was, ne? Ich könnte dich ja jetzt sogar auch schon umstellen. Oder? Eigentlich schon, ja, weil du stehst ja jetzt auch schon hier. Dann können wir das irgendwann zum Schluss erledigen, wenn wir das wollen. Das ist auch eine interessante Möglichkeit. Tendenziell muss ich ja nur Xander nach oben stellen. Das wäre so das Wichtige. Das würde einfach allmählich ganz gut vorankommen. So, da hätten wir jetzt noch einen Kämpfer. Ist an sich relativ egal erstmal. Ach, warte mal, wie sieht denn das eigentlich aus? Weil ich könnte theoretisch auch, wenn ich jetzt Corin dahinter stelle... Es müsste ohne Probleme gehen, wenn ich Xander da hinstelle, dass er gleich mehrere Leute anlockt, nämlich. Beziehungsweise zumindest, dass der Typ dann mit runterkommt schon mal. Genau, das finde ich eigentlich ganz angebracht. Das machen wir mal ganz kurz. Einfach kurz wechseln. Und dann auftrennen. Nach da drüben. Genau. Dann greift er gleich zwei Leute an eventuell. Ja, übers Dickicht kann man ja drüber fliegen, das ist viel besser. Nur, dass der schon mal draußen ist und sich nicht irgendwie komisch bewegt. Nicht, dass er dann irgendwo im Dickicht ist, sondern ich ihn nicht angreifen kann. Was dann im Gegenzug relativ fatal wiederum wäre. Also schon besser so. Ich kann tatsächlich nicht nach unten gehen, ja. Wir haben die an eine sehr gute Stelle gerade gebracht. Und haben jetzt im Prinzip alle Zeit der Welt, was klasse ist. Das ist wirklich schön, Leute. Wie praktisch. Wie ernst praktisch das einfach mal gerade ist. Genau, also es kann Leo angegriffen werden. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Nö. Ich hoffe, der wehrt sich jetzt nicht zu krass. Wenn du dich jetzt heilen würdest. Nee. Ich hoffe mal, er wird nicht angegriffen. Beziehungsweise haut nicht zu sehr zu. Sonst wäre das so ein bisschen ärgerlich. Oh mein Gott. Er macht einfach weiter. Oh mein Gott. Das war ein Mondcrit, Leute. Er ist nicht zu stoppen, dieser Typ. Und es geht einfach weiter. Ach ja, stimmt ja. Hier ist ja die KI sowieso. Stimmt ja, Midori ist ja auch wieder ein neutrales Kind. Das heißt, wir haben Hoshido-KI. Das ist die dümmere KI, die auch bei null Schaden noch angreift. Haha. Cool. Ah, sehr gut. Ne, die macht echt gar nichts. Die ist wirklich komplett passiv eingestellt, Candace. Das hat man jetzt gerade gesehen. Das ist natürlich cool dann. Was noch viel cooler ist, ich kann dich ja eigentlich sogar mit Camilla angreifen und so langsam meinen Waffenrang boosten, oder? Ich bin ja hier tendenziell in Sicherheit. Oh. Du hast ein bisschen zu viel Rest dafür. Ups. Was habe ich da noch so an Zaubern tendenziell? Das wäre eigentlich ganz interessant. Weil wir ja gerade gesehen, die macht ja an sich nichts. Aber ich müsste so oder so dann einen Trade veranlassen. Vielleicht wollte sie Leo auch nicht angreifen. Nee. Du machst schon gut Schaden.
Dachte mir gerade, vielleicht hakt's daran. Aber nö. Wenn ich mich jetzt auf Elise Platz stelle. Was hat ein Leo noch dabei? Der Pferdegeist, der war... War der D-Rang? Lass mal kurz sehen. Der ist D-Rang, ja. Das würde sogar gehen. Hat aber nur Kraft 4. Ich dachte gerade irgendwie, der hätte mehr. Aber stimmt ja, der ist relativ weak. Da haben wir schon bessere Sachen dabei. Wobei, naja, auch nur Kraft 4. Ich müsste tatsächlich von Elise mir das rüber traden. Da bin ich aber ein bisschen skeptisch. Wobei, wir können mit Asura zusammenarbeiten. Dann können wir das durchaus veranlassen. Für den Trade, ja. Wir können ja sowieso die Reihenfolge noch ein bisschen durcheinander stellen. Das stimmt natürlich. Dann ist ja alles recht easy erstmal zu bewerkstelligen. Genau, du müsstest dich in dem Fall das auf das Feld daneben stellen hier. Ach, warte mal, aber da kommt dann Asura. Moment, Moment, Moment. Ich müsste ja Camilla nochmal bewegen, wenn dann. Das heißt, du stehst am besten erstmal kurz da. Richtig. Da müsste Asura eher drumrum gehen. Aber das geht ja auch. Ah ne, Quatsch. Du bist ja dahinter. Ups. Ich kann dich mit Jacob aber auch erstmal per Zuflucht rausbringen. Ich glaube, das wäre dann die passende Lösung hier. Nur um ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass auch ja alles in Ordnung geht. Moment, stopp nochmal. Dich können wir dahin bringen, ja? Dann steht Elise hier. Ach, Moment mal. Komme ich aber nicht an dich ran. So rum war das. Ja, weil Jacob steht jetzt ganz blöd. Moment. Lass mal überlegen. Leo ist aktuell eigentlich komplett egal. Der kann überall hin. Tendenziell, ne? Das ist kein Thema. So oder so. Geht ihr mal wieder zusammen, bitte. Und nach oben. Ist auch sehr gut, wenn der Camilla einfach mal in der Nähe steht dann später. Aber ich würde auf jeden Fall so ein bisschen Schaden durchbringen. Das ist halt gerade das, was mich reizt einfach. Das finde ich ist halt eine sehr gute Idee. Und daran ist es gerade so ein bisschen... Das ist gerade so ein bisschen das Problem, ne? Daran könnte das gerade scheitern. Wie viel Schaden macht denn eigentlich Camilla tendenziell? Also 15 ist es gerade. Wir bräuchten quasi 3 Punkte mehr. Wir bräuchten also irgendwas, was so 7 Kraft hat oder mehr. 6 und da wären es 9. Also Elfendonner wäre tatsächlich ziemlich gut, um den Waffenrang einfach nebenbei so ein bisschen zu boosten, während Xander natürlich noch nach oben rennt, sich um da alles kümmert und dann sind wir da auch fertig. Aber so lange würde ich ganz gerne einfach nur ein bisschen den Waffenrang von Camilla boosten. Und dafür müssen gerade halt die Vorbereitungen jetzt getroffen werden, das ist logisch. Ach, ich bin auch ein Idiot, weißt du? Statt dass du einfach mit dem Trade so arbeitest. Ist doch total einfach. Was mache ich denn eigentlich? Mensch. Genau. Machen hier einen Tausch. Lass einfach Leo mal kurz den Elfendonner mitnimmt von dir. Und die Sache passt. Dann stellen wir Camilla daneben und gut ist. Ist doch kein Thema. Hab viel zu umständlich gerade gedacht. Meine Güte. Sachen gibt es, Leute. Ja, ich denke mal, wir können in dem Fall auch einfach den Funken mal kurz rausnehmen, oder? Leider machst du aber 5x2 jetzt. Das finde ich fast ein bisschen zu viel. Wobei, richtig fatal ist es nur bei einem Doppelcrit. Egal. Das passt schon. Oh, nicht schlecht. Du hast Candace eingeholt. Gut gemacht, aber ich warne dich. Ich bin stark wie eine Eiche. Okay, in Ordnung. Stimmt ja, du hast auch noch das drinnen. Wie hässlich. Ah, warte mal, eigentlich, wenn wir nur den Waffenrang boosten wollen, geht doch was auch anders. Das stimmt natürlich. Ach ja, wer soll eigentlich noch mit an die Front? Ist auch eine gute Frage, die wir uns stellen müssen. Eigentlich sollte Midori noch daneben gestellt werden, das ist auch korrekt. Du solltest hier stehen. Damit Asura noch weiterhin ein bisschen Support farmen kann mit Jacob. Richtig. Du kannst hier auch stehen, weil Leo ist an sich auf jeden Fall da oben besser zu gebrauchen noch. Der kann da ein bisschen mehr bewirken. Eventuell können wir auch mal kurz das Dickicht hier entfernen, weil der hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kommt nicht weit genug. Und der hier ist so ein bisschen nerviger. Der kommt schon fast weit genug. Ja, mach mal das Dickicht hier auch noch auf. Candace kann ja quasi gar nichts machen gerade, die ist hilflos. Du kannst auch einmal einen Räuberdolch benutzen, aber das Problem ist, dass du auch Poison Strike hast. Ich will die jetzt nicht absolut krass vernichten hier. Dann benutze einfach einen Kodachi oder so, das ist in Ordnung. Dann soll die das kurz machen. Ja, ist okay. Einfach ein kurzer Angriff. Bei wie vielen Angriffen sind wir jetzt? Von eurer Seite glaube ich sogar nur 3, oder? Ich wollte eigentlich im Idealfall ja 5 haben.
So, ja, die probieren weiter in ihr Glück da oben. Das ist in Ordnung. Plinge. Plinge. Und natürlich der gute Xander. Macht das schon. Genau, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen sie hier mal vorbei. Der hat sich jetzt ganz ungünstig aufgestellt sogar. Der hat ja auch wieder das Crit-Rate-Problem, ne? Crit 16. Gerade so nicht ganz drin, nämlich zum Beispiel. Das ist schon recht gefährlich. Wir können aber jederzeit auch ein bisschen umstellen, denke ich mal. Zu dem Typen würde ich schon ganz gerne mit Xander kommen. Das scheint aber auch problemlos machbar zu sein. Okay, dann machen wir das auch so. Genau, dann kommst du weiter mit der Teflonpfanne nach da drüben. Das skippen wir kurz, das ist eher eindeutiges Ergebnis. Jetzt hat er auch ein Schutzschild. Aber mit Xanders Glück wird er eh nicht gecrittert, das ist kein Thema. Nur hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, sieh mal einer an, wir machen echt gut Schaden hier, meine Güte. Beachtlich. Dafür, dass das magisch ist, ist das schon ziemlich cool gerade. Und auch 100% natürlich, klar. Kann ich auch skippen. Eindeutiges Ergebnis mal wieder. Okay, hier sollten wir es nicht unbedingt hinstellen. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Aber wir verschließen einfach mal wieder kurz. Genau, einfach kurz verschließen. Das ist völlig in Ordnung so. Dann ist alles gut. Genau. Vielleicht können wir den ja auch in Leos Richtung locken kurz, ne? Ja, mit dem Pferdegeist vielleicht einfach kurz. Ist auch okay. Während die hier weiter schön stehen, Däumchen drehen und du noch einmal mit dem Kordachi angreifst. Ich denke auch, dass die diejenige sein wird, die später finisht. Vielleicht lasse ich auch Camilla nach oben abziehen später. Ist auch gut möglich, aber eure Supportpunkte sind gerade wichtig. Ja, putziger Stahlbogen nimmt jetzt halt nur das Schild weg. Das machen die ja ganz gerne. 4 Punkte und das ist einfach mal ein dicker Berserker, Leute. Alter Schwede, ey. Oh mein Gott. Da haut er wieder den Mond einfach direkt raus. Ach, sieh mal einer an. Cool, da kommt nochmal Verstärkung. Wie genial ist das denn? Ja, die hole ich mir natürlich später gerne ab, klar. Cool. Immer her damit. Das finde ich jetzt super. Gut, Candace steht schon so, dass wir später eigentlich nur noch Finishen brauchen. Mehr ist das noch nicht. Du kannst natürlich den mit der Teflonpfanne jetzt vermöbeln. Brauchte ich aber gleich oben nochmal. Da wir jetzt gerade natürlich die etwas blödere KI haben. Und die bewegen sich ja gar nicht. Stelle ich auch gerade so fest. Ja, aber können wir direkt nach oben. Vorausgesetzt, ich kann dich mit Leo töten. Was geht? In Ordnung. Ich glaube, ihr habt schon genug Kills, dass ihr erstmal ausgefarmt habt, ne? Dann kann ich jetzt mit Camilla hier nämlich angreifen. Was mir auch ein bisschen besser gefällt. Ja, mach ihn fertig. So hättest du halt tendenziell 2 Treffer. Und das können wir ruhig machen. Nicht. Ist ja natürlich eine geringere Chance, klar. Aber ist in Ordnung, weil wir haben Xander als Backup, der auch zufrieden ist. Aber es geht halt nur darum, dass sie möglichst viel Waffenerfahrung jetzt sammelt. Dass wir uns C-Rang annähern. Und dann passt die Sache. So, Resistenz haben wir natürlich nicht besonders viel. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Natürlich so Xanders letzte große Schwäche. Aber es ist auf jeden Fall im Bereich des Machbaren. Krallst dir einmal jetzt wieder Siegfried. Packst das Teil an die Front und gut ist. Schon tankt er das auch. So, hier müssen wir später ein bisschen vorsichtiger sein. Bald kommt ja dann quasi hier ein Berserker durch. Und ewig können wir Candace also auch nicht umstellen. Wir können es aber jederzeit quasi jetzt auch beenden, das Kapitel, ohne Probleme. Dadurch, das ist natürlich das Praktische. Ja, der wird eh einfach umgemetzelt, das ist klar. Hat nicht mal eine geringste Chance. Habt ihr eine Speere oder so? Ihr habt einen Langspeer zumindest dabei. Aber das ist auch schon alles. Und ihr habt keine Wachsamkeit dabei. Hier können wir uns jetzt erstmal... Wartet mal. Wie viel Schaden machst du tendenziell? 0. Okay, dann machst du mit dem Langspeer auch nicht mehr. Gut, und du warst ja auch nur mit dem Donnerbuch da. Das heißt, auf jeden Fall ist der Rest dann gut zu erledigen. Sehr bequem. Ja, wenn Mond durchkommt, sowieso. Siegfried nehme ich jetzt gerade auch nur, weil da noch Magier ist. Danach können wir wieder wechseln. Dann können wir den Axtrang noch ein bisschen fördern. Genau, schicken wir dich nach unten, das ist okay. Dich schicken wir nach drüben. Dann können wir allmählich uns mal um die ganzen Kämpfer nochmal kümmern. Hast du denn schon wieder einen Wurfball dabei?
Ne, der hat nur eine Stahlaxt diesmal, okay. Heißt aber auch, wir können kräftig draufhauen. Ohne irgendwelche Rückschläge oder so. Gehen wir ruhig ein bisschen nach oben, das ist okay. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Verstärkung kam, aber wir haben auf jeden Fall unten quasi den Trigger dran, ja. Wir können jederzeit sozusagen abdrücken bei Candace und dann war's das. Das ist endgültig. Richtig grausam klingt das, aber so ist es halt. Ach ja, vielleicht sollten wir auch nochmal mit Silas angreifen. Das könnte auch ganz sinnvoll sein. Ich glaube, ihr wart bei 2 Punkten und dann hättet ihr noch einen mehr. Das wäre sinnvoll, ja. Geht natürlich jetzt in die Festung, aber mein Gott. Wir haben ein Schutzschild. Können wir auch skippen. Ja, da kommen sie alle. Alles klar. Habt ihr irgendwelche Wurfbeile oder so? Nö, die sind da völlig unvorbereitet. Geradezu lächerlich. Was wollt ihr mir denn entgegensetzen, ne? 14 mal 2. Ihr kommt ja nicht weit genug, das heißt, ich könnte dich mit Azura heilen, oder? Ach nee, ich müsste da, Quatsch, dahin. Ja, was sag ich denn heilen? Natürlich besingen. Ja, müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt machen wir erstmal die Sache mit Xena noch kurz zu Ende. Und das ist vor allem auch wieder Waffenrang einfach bauen. Waffenrang ausbauen, genau. Er hört einfach nicht auf, was? Aber ich finde es gar nicht mal so gut, weil ich hätte das... Ah, schade. Weil in der nächsten Runde... Okay, macht den absoluten Overkill. Alles klar. Gut. Oh, es hat perfekt gereicht, Leute. Sehr schön. Damit lernt er jetzt erstmal einen Skill nach. Nämlich Resistenzraub, was er eigentlich relativ wenig braucht. Ob wir aber Schubsen brauchen, was der nächste Skill ist, ist auch so fragwürdig. Unibama ist sehr fragwürdig von seinen Skills. Das krasse Zeugs kommt erst bei der Weiterentwicklung dann jeweils. Dann aber auch so richtig. Ach so, stimmt. Wir können hier natürlich auch mal draufhalten. Klar, das geht auch. Bin so ein bisschen skeptisch gerade. Moment mal. Ja, der hat leider auch wieder diese hohe Crit-Rate gegen uns. Das ist so ein bisschen... Wenn wir allerdings kurz mit der Donner-Axt draufhalten, oder? Ach nee. Nee, wir können nicht wirklich viel mehr rausholen an Chancen leider. Aber es war so, dass ihr quasi auch nicht weit genug kamt jetzt, ne? Das heißt, ich kann in Ruhe erstmal angreifen, hab einen Schutzschild drin. Das reicht also völlig aus, genau. Dann stelle ich nur kurz Jacob und Azura nochmal weg. Na, da könnte vielleicht sogar ein Crit kommen, wenn wir Glück haben. Nö. Ist aber okay. Ja, so ist das auf jeden Fall besser vorbereitet. Dann erreicht ihr bald sogar schon Level 10, ne? Das ist auch sehr praktisch. So. Und wie ich schon meinte, wir sind hier im Prinzip sowieso schon aktiv am Trigger dran. Bei Candace. Also. Einfach fertig machen dann gar. Das Schutzschild ist da. Okay, hätte sowieso keinen Crit rausgehauen. Gut, den hätten wir. Ausgezeichnet, Leute. Level 10 schon für Camilla. Sehr gut. 5 Level, dann kriegen wir Niederreiten, was ein super Skill ist. Aber. Oh. Okay, cool. Noch mehr Erfahrung, die gratis vorbeifliegt. Schön. Richtig spendabel heute, hm? Oh, da ist ja sogar ein Rittmeister dabei. Wie cool. Die packen echt noch alles Mögliche aus. Wusste gar nicht mehr, dass da doch so eine Vielfalt war, vor allem an weiterentwickelten Einheiten. Aber ich finde das gerade richtig, richtig gut, ehrlich gesagt. Das ist einfach mal mega praktisch gerade. Ja, leider können wir hier nicht so extrem ausrasten mehr. Schade. Weil wenn wir Candace jetzt einfach in Frieden lassen, dann rennt die später in Xander rein. Hehe. Sind wir so fies? Naja. Könnte ich schon machen, ne? Wenn ich so richtig ausrasten möchte. Die Frage ist jetzt, wie krass bist du denn drauf? Da könnte schon ein bisschen was geflogen kommen gleich. Zudem ich hier nicht sofort durchkomme. Wir sind jetzt kurz vor dem Zierang. Der kommt aktuell sogar schon an Camilla ran. Wie viel Schaden macht ihr jeweils? 16. Ne, das können wir echt nicht machen. Ist viel zu gefährlich. Wenn die schon so viel Schaden machen, ist das wirklich heikel. Wenn da jetzt gleich der Paladin noch kommt hier, also Rittmeister halt, auf Deutsch wieder. Aua. Au, au, au. Also wir könnten eventuell bald abdrücken hier, ja. Das ist, glaube ich, durchaus im Bereich dessen, was allmählich mal sinnvoll wäre. Lasst mal sehen. Ein bisschen vorschwächen geht nicht, ne? Nee, selbst mit Funke ist das nicht möglich. Aber ich könnte auch einfach mal mit einem Schwert nochmal draufhauen. Warte mal. 8 mal 2. Sind wir unten? Ja. Das mit Elise noch reicht. Ich will nicht zu viel riskieren. Ich sollte vorsichtig sein mit solchen Sachen. Weil Leo müsste robust genug sein, dass der genug tankt, oder? Ja. 21 Death. Dann wären es aber auch nur noch 2.
Da macht der potenziell einer nur 11 Punkte. Der ist bei 34. Da kommt der hier gar nicht unbedingt ran. Der hat eh schon seine stärkste Waffe gerade ausgerüstet. Finde ich gut. Dann machen wir das lieber mit Leo. Genau, das bringt uns ein bisschen mehr, glaube ich. Können wir auch skippen. Sehr schön. Und ich glaube, da können wir dann durchaus eher mal zu Camilla greifen. Wobei, die könnte auch den nochmal umstellen. Aber wie auch immer. Genau, nochmal schön ein bisschen Waffenerfahrung rausholen. Der ist noch umstellt genug, dass wir uns das leisten können. So können wir sogar mit Jacob auch nochmal finishen, wenn wir das wollen. Will ich das denn? Nee, eigentlich sollte das Elise-Finish her. Ist aber extrem risky, dieser Move. Deswegen bin ich da so ein bisschen dem fast wieder abgeneigt. Der ist wirklich zu risky, der Move. Hier habe ich wenigstens zwei Chancen. Wobei, die könnte man auch zu leicht versemmeln. Wir brauchen doch irgendwie einen Waffendreiecksvorteil am besten. Jetzt kommen wir immer noch auf 86% und ich kann leicht den Platz einfach wieder belegen. Und könnte auch hier zwei Chancen rausholen. Ja, das ist ein bisschen sicherer. Dann macht doch eher ihr das. Aber ich gönne wahrscheinlich Elise den finalen Treffer gegen Candace, denke ich mal dann. Na, doch recht lange heute, huh? Aber es lohnt sich. Es macht viel Spaß, das ist schön. So gehört sich das. Ach ja, natürlich. Moment, bevor wir das jetzt machen. Erst wird gesungen. Und dann stellst du dich dazu. So. So, wer kommt jetzt noch, huh? Ja, danach kommt sowieso ein Schutzschild rein. Das ist auch sehr cool. Mensch, die machen das echt perfekt gerade. Wahnsinn. Da kommt er auch schon angerannt. Keine Chance. Oh, lol. Anscheinend hat Leo gar nicht getroffen. Ups. Oh ja, Leute. Ich sehe, wir sind sehr nah dran. Du wirst mich so oder so nicht auf zwei Hits erledigen können. Sehr praktisch. So sieht's aus, ja. Skippt mir aber auch mal kurz durch. Wow, sie hat auch zweimal nicht getroffen. Packt der Typ jetzt seinen Ultra-Instinkt aus, oder was? Was ist denn da los? Egal. Dann halten wir dich eben weiterhin einfach in Schach. Ich meine, es ist ein Rittmeister. Er bringt ordentlich Erfahrung. Kann man machen. So, irgendwann muss dir aber auch mal die Puste ausgehen. Aber das gönne ich mir jetzt noch. Die Waffenerfahrung allein ist es garantiert wert. Ja. Der Schutzschild ist ja da. Dramatische Musik nochmal zum Schluss. Sehr schön. Oh, was heißt zum Schluss? Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Ich habe das echt so nicht mehr im Kopf, dass das so extrem am Ausrasten war, das Ganze. Okay. Boah, will ich die jetzt wirklich noch haben? Oder ist das nicht schon zu viel des Guten? Ich weiß ja nicht, Leute. Da kannst du es wirklich auch selbst mal drauf anlegen jetzt. Ist für mich in Ordnung, da kommt er eh nicht durch. Und wenn einer jetzt verfehlen sollte, kann Camilla wahrscheinlich schon recht sinnvoll noch finishen, oder? Weil sonst ist da leider nicht viel rauszuholen. Du bist jetzt wirklich kurz vor C. Aber ich sehe schon, wenn wir das jetzt wirklich noch machen... Sehr gut, er hat ihn umgeboxt. Also wenn wir die jetzt wirklich noch mitnehmen wollen, ne? Das würde halt, glaube ich, sogar hinhauen. Dann hätten wir den C-Rang nämlich schon. Es ist erstaunlich, dass die Mission doch so lang geplant ist. Aber es ist, glaube ich, oft bei Missionen, die halt auch für Hoshido-Seite gehen, das ist wirklich meistens so. Weil das ja eine neutrale Mission ist, wie schon häufiger jetzt erwähnt. Oh mein Gott, 41 mal 2. Overkill wie sonst was. Genau. Ja, ich komme nahe genug ran. Das ist gut. Oh, wir sollten dich aber nochmal kurz heilen, wenn möglich. Wenn möglich, es ist möglich. Sehr gut. Wenn es jetzt für den Rang reicht, dann ist das in Ordnung. Würde ich mal sagen. Ja, auch so oder so. Hau einfach mal drauf, Camilla. Das passt schon. Wie sieht's aus? Jawohl, da ist er, der Waffenrang C. Das ist eigentlich auch alles, was mir gerade wichtig ist. Insofern können wir tatsächlich jetzt finishen. Und wie ich schon meinte, das geben wir mal Elise. Den Kill. Hier, bitteschön. Sehr schön. Oh, ich hätte übrigens einmal noch Azura singen können. Kopf mir gerade, egal.
Skandace gesagt? Du hast Skandace besiegt? Wer bist du? Hehehehe. Es ist nur Elise. Just Elise. Nein, Elise, wir haben dich alle lieb, keine Sorge. Es war nicht umsonst. Gut, dass es vorbei ist. Ich hatte Zweifel, ob wir die Kräuter wiederbekommen. Wie kannst du einfach davonlaufen und mich so erschrecken? Ich hatte Todesangst. Das alles nur wegen dieser Kräuter. Wir hätten mehr davon sammeln können. Sie sind das Risiko nicht wert, dich zu verlieren, also mach das nicht wieder. Aber ich... Ach, du verstehst das nicht. Diese Kräuter wachsen hier nur einmal im Jahr. Du erkennst nicht den wahren Wert dieser Kräuter. Sie können Wünsche erfüllen. Ich wüsste, dass sie nützlich sind, aber nicht, dass sie Wünsche erfüllen. Nun, Tatsache ist, die Kräuter können einen bestimmten Wunsch wahrmachen. Mein Wunsch ist, dir meine Nützlichkeit zu beweisen, damit ich hierbleiben kann. Midori, wir hätten noch warten können, bis die nachwachsen. Das war sehr gefährlich. Begreifst du nicht, ein Jahr hier wäre ewig im Geheimen Reich. Und ich kann nicht so lange warten, meine Nützlichkeit zu beweisen. Ich hasse es, ohne dich dort bleiben zu müssen. Verzeih, dass ich dir das zugemutet habe, Midori. Es geschah zu deiner Sicherheit. Du bist nun alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen. Vergib mir, dass ich nicht früher bemerkt habe, was du durchmachst. Glaub mir, ich wollte dich so oft wie möglich sehen. Mir war zwar bewusst, dass die Zeit im Geheimen Reich schneller vergeht, doch hatte ich nicht bedacht, wie schmerzlich lange du deshalb warten musstest. Hier, nimm meine Hand, Midori. Von jetzt an gehen wir gemeinsam durchs Leben. Kein geheimes Reich mehr für dich. Meinst du das ernst, Vater? Natürlich, ich sage meinen Kameraden Bescheid, dass du mit uns kommst. Danke, Vater. Siehst du, ich hatte mit der Kraft dieser Kräuter recht. Mein größter Wunsch wurde wahr. Lass uns gehen, Midori. Wir haben uns noch viel zu erzählen. Ich will alles über dein Leben im Geheimen Reich wissen. Ich habe so viel verpasst. Erzähl mir alles und lass keinen einzigen Tag aus. Ja, Vater, es wird uns sicher wenigstens für ein paar Jahre beschäftigen. Sehr schön, Leute. Schönes Ende und eine enorm spaßige Mission, wie ich fand. Hui, die Zeit verging wie im Flug, oh mein Gott. Sehr schön. Ah, sieh mal an, okay, was ist denn alles passiert, ne? Xander und Leo unterstützen sich auch mal ein bisschen cool. Ah, euer A-Support, das ist sehr gut. Euer B-Support, das ist auch wunderbar. Leider ist es an der Silas X Elise Front immer noch ein bisschen grenzwertig, aber wir haben ja noch Missionen vor uns. Und ich bin mir sehr sicher, dass beim nächsten Mal soweit sein sollte. Da dürfte jetzt maximal dürften noch 2 Punkte, denke ich, fehlen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hatte ich nicht so wirklich auf den Schirm. Natürlich ist wieder was passiert. Oh, eine Selena-Klinge. Sehr gut, Leute. Das hier nochmal kurz. Ach Gott, nur kurz den Schnelldurchlauf. Nur noch kurz ins Gefängnis, wo gerade Benny drin ist. Oha, der Leute überzeugen kann. Jacek hat meinen Bruder getötet. Das stimmt wirklich. Wir haben ihn nicht gefangen. Oh Gott. Ob er sich uns anschließen will, ich weiß nicht. Er sieht blöd genug aus, dass er das tut. Also insofern... Der Gefangene ist fast überzeugt. Seht ihr, beim nächsten Mal haben wir ihn. Wenn das kommt, dann dauert es eigentlich immer nur einen weiteren... Ja, einmal weiter überzeugen und fertig. Dann ist das erledigt. Cool. Ja. Ansonsten mache ich den Rest jetzt... Wie gut, eigentlich offscreen. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Dann haben wir eigentlich die Siegbert-Mission vor uns, oder? Ich glaube, das war jetzt die einzige, die offen war gerade aktuell. Aber wir sollten nochmal gut Zeit investieren. Lester und Perry sollte eigentlich auch relativ schnell gehen. Ach so, ihr wart noch auf B, ihr wart gar nicht auf A. Oh, okay, aber da haben wir auf jeden Fall den A-Support dann schon mal drin. Muss dann trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil das ist dann schon... Kann sein, dass man doch schon Kapitel 17 machen. Wäre aber nicht super schlimm, ja, weil dann... Ja, ich denke, mit der restlichen Planung klappt das. Aber Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part. Jawoll.